Angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine will Polen seine Verteidigungsanstrengungen verstärken. Das Land gibt in diesem Jahr 4% seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus, doppelt so viel wie von der NATO vorgeschrieben. Außerdem wirbt die polnische Armee gezielt um Nachwuchs. An diesem Wochenende finden in 16 Städten Messen statt, die sich vor allem an junge Menschen richten. Anfassen, ausprobieren. Paweł Gora ist beeindruckt. Er ist Englischlehrer, hat 3 Kinder. Die Armee interessierte ihn früher wenig. Das hat sich seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine geändert. Sollte es jemals zu einer Eskalation kommen, bei der der Feind an unsere Tore klopft, würde ich an der Seite der anderen Männer unseres Landes stehen wollen und es, wenn nötig, verteidigen. Das mag pathetisch klingen, aber so ist es nun mal. Eine Wehrpflicht gibt es in Polen nicht, seit vergangenem Jahr aber einen freiwilligen Militärdienst mit gutem Einstiegssold. So will der polnische Verteidigungsminister die Armee ausbauen. Innerhalb der kommenden Jahre soll sich die Anzahl der Soldatinnen und Soldaten fast verdoppeln auf 300.000. Das wäre dann eine der personenstärksten Armeen in Europa. Zum Vergleich, Deutschland hat nur 183.000 Soldaten. In Polen ist man zufrieden mit der Kampagne. Wir sind Ende letzten Jahres davon ausgegangen, dass wir 15.000 Kandidaten für den freiwilligen Grundwehrdienst rekrutieren können. Wir wurden positiv überrascht. Mehr als 16.000 haben sich gemeldet. Und dieses Interesse wächst ständig, nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen. Auch in die Ausrüstung investiert Polen Rekordsummen. 4% des Bruttoinlandsprodukts sollen es in diesem Jahr insgesamt für die Verteidigung werden, der höchste Prozentsatz in der gesamten NATO. Das ist sehr viel. Polen hat bisher 2% ausgegeben. Das war innerhalb der NATO schon viel. Wir haben einen Krieg vor der Tür. Es ist also verständlich, dass die Ausgaben steigen. Aber es sind enorme Summen bei unserer derzeitigen Wirtschaftslage. Rekordinflation und drohende Rezession, die spürt auch Kamil Rogacki. Der 18-jährige Schüler will schon lange zur Armee. Polen verteidigen im Ernstfall, ja, aber er findet auch die gute Bezahlung attraktiv. Mit seiner Unterschrift erklärt er sich bereit für den freiwilligen Militärdienst.